So, einen wunderschönen guten Abend, liebe Racing-Freunde. Herzlich willkommen zum Rennen Nummer 2 der Sofa Racer Season 9, Gruppe 3, Liga C. Gefahren wird auf Lago Maggiore, Zentrum Nummer 2. Das ist Zentrum rückwärts und es werden 8 Sekunden gefahren. Dann geben wir euch mal einen kleinen Überblick über den aktuellen Stand nach dem ersten Rennen. Und zwar ist das Team HRM ZE und ZA im BMW Z4 mit den Fahrern HRM Troste und HRM Mücke 87 momentan auf Platz 1 mit eingefahrenen 46 Punkten. Auf Platz 2 die Hot Lab Academy im BMW M6 mit 40 Punkten. Und da waren die Fahrer der SR Thor Odinson und der Michael 04 HLG. So, sind aber beide noch nicht am Start, so wie das sieht. So, am Platz Nummer 3 das Kame Racing Team im Aston Martin O12 mit 38 Punkten. Und da waren die Fahrer der Kame Pico und der Kame Papa Joe. Aber heute, so wie das sehe, fahren dann der Kame Rheinsieg 86 und der Utorius vom Kame Rennstall. Und auf dem vierten Platz Godzilla Power Racing Power Team mit 32 Punkten im Nissan GTR. Und da sind gefahren das letzte Mal der Doli und der zweite war der E-Senna. Sind auch beide mit am Start, jawohl. Und dann ist noch ein zweites Team von Godzilla Racing Power 2 ist neu dazugekommen. Und da sind die Fahrer der DMB KC19FL und der DMB Schubli, aber der ist... Ne, DMB Arena Racer ist noch mit beigetreten. Auf Platz Nummer 5 Impro Motorsport 2 im Aston Martin und das war der Yannick. Und der zweite Fahrer war vom Impro Motorsport, muss ich jetzt suchen, der Beamer My Wines. Und heute ist der El Rima, glaubt, dafür eingesprungen. El Rima Impro Motorsport, genau. El Rima als zweiter Fahrer für Impro Motorsport heute am Start. Und auf dem sechsten Platz Neverbrick Racing im Porsche. Das war der Skyliner 99. Ist auch schon beigetreten. Und der zweite Fahrer von Neverbrick Racing ist der Alex, der Calpirinha oder Sklatsch Klein. Da sehe ich noch keinen von beiden. Oder von den dreien. Noch nicht am Start. Okay, also heute neue Fahrer mit am Start, die beim letzten Rennen nicht dabei waren. Und dann gehen wir mal in die Live-Szene rein. Erstmal. Und wir gehen in die Live-Szene. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. So, so, ja. Okay, dann haben wir den Dr. Troste hier auf 1. In 5 Minuten startet das Qualifying. So, dann haben wir hier den Il Rima von Impro Motorsport. Dann vom Kame-Rennteam der Rheinsieg 86, wo für den Papa Joe heute fährt. Und der Kami Naturius, auch ein neuer Fahrer, wo im letzten Rennen noch nicht da war. Die wechseln sich hier wohl ab. Gesamtergebnis zählt aber trotzdem auf den Rennstall auf Kami Racing. Guten Abend, Troste Family.
Ich begrüße euch. So, haben wir den Rainseek vom Kami-Rennteam und vom Godzilla Power Racing, der Dulli. Ebenfalls von Godzilla Power Racing, der E-Senna. Und er müsste von Godzilla Power Racing 2 sein, der DPM KC 1900 VFL. Wir nennen dich einfach mal KC. Und Virtual Racer fährt für Hotlip Racing Academy. Arena Racer auch für Godzilla Racing 2. HM Mücke fährt für HM Mozzotti im BMW Z4. Da Yannick für Impro Motorsport 2. Dann müssten wir eigentlich. Fehlt noch der ein oder andere Fahrer. Aber noch sind 3 Minuten Zeit. Das ist alles eingestellt, jawohl, dann gehen wir noch mal raus und gucken wir noch mal, wer uns denn hier noch fehlt in der Liste. So, der Michael 04 ist jetzt auch beigetreten von die Hotlap Academy, quasi der Teamkollege vom Virtual Rider 77. So, Skyliner hat, glaube ich, noch kein Partner, wenn ich das richtig gesehen habe, von Neverbrick Racing. Habe ich nur ihn gesehen bis jetzt. Dann sind 11 Fahrer momentan am Start. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, der Teamkollege von Skyliner fehlt noch. Und dann gehen wir nochmal in die Zuschaueroption. Und dann werden wir nochmal durch die Teams durchschalten. Das funktioniert. So, Rainseek 90, guten Abend. Herzlich willkommen im Stream. Michael. Dr. Dröste, bitte den Benny annehmen. Okay. Dann würde ich sagen, der Virtual Racer. Gehen wir nochmal in die Liste. Ob der Virtual Rider ist nämlich, glaube ich, auch gar nicht gemeldet. Gehen wir nochmal durch. Die gemeldeten Fahrer. Ja, stimmt. Virtual Rider 77 ist nicht gemeldet als Fahrer. Also Dr. Trosse, wenn du uns hörst, Virtual Rider 77 ist kein gemeldeter Fahrer. Soweit ich das hier in der Liste sehen kann. Ihr seht es auch, kann hier nochmal drüber fahren. Er taucht hier nicht auf als gemeldeter Fahrer. Und dann gehen wir in die Live-Szene zurück. Die Hotlap Academy im BMW. Fährt der Virtual Rider auch, aber soweit ich weiß, fährt der Hotlap sind gemeldet, der Michael, Thor Odinson, Benny 149, und Fahrer 4, steht kein Fahrer drin, okay. Dann gehen wir wieder zurück in die Live-Szene und hallo Sass GTS, guten Abend, salut. Oder waren wir auf Beginn des Qualifyings am heutigen Rennsonntag
Abend der Sofa Racer Gruppe 3 hier auf Lago Maggiore Zentrum. Was da steht. Oder müssen wir mal das sortieren, ob die Fahrer hier alle richtig am Start sind. Da halt doch neue Fahrer dazugekommen sind jetzt im zweiten Rennen. Qualifikation startet gleich. Jawohl. Aber wie gesagt, Virtual Rider habe ich in der Liste noch nicht als gemeldeten Fahrer gesehen. Dann der HM Mücke, Godzilla Racing, Arena Racer, ebenfalls von Godzilla Racing und Schneemann Rico, guten Abend. So, Dr. Droste hat das Qualifying gestartet und da gehen sie raus. 15 Minuten Qualifying. Und dann schauen wir mal. Tiefe 44er Zeiten sind hier drin auf dem kurzen Kurs. Da bleiben wir gleich mal auf Dr. Droste und fahren mit ihm eine Runde mit in der Cockpit-Perspektive. Machen natürlich die Boxenrunde mit. Und jetzt erste gezeitete Runde von Dr. Droste von HRM Racing Team. Wie gesagt, es ist eine kurze Runde, Lago Maggiore, rückwärts, Zentrum 2, kurze, knackige Strecke, Renndistanz, 80 Runden. Und jetzt letzte Kurve vor Start und Ziel. Und das wird es, eine tiefe 44er Zeit. Wie ich gesagt habe, eine tiefe 44er Zeit für Dr. Droste. El Rima auch eine 44er Zeit. Ryan Sieg ebenfalls mit einer 44er Zeit. Esena ebenfalls eine 44er Zeit. Und der Yannick, weiß mal, Yannick ebenfalls eine 44er Zeit. Und DPN Racer auch eine 44er Zeit. Virtual Racer auch in einer 44er Zeit und Rima ebenfalls. Und da war schon Kollege auf Abwägen. Michael ebenfalls 44er Zeit und Tutorius ebenfalls eine tiefe 44er Zeit. Reinzig nochmal an die Box. Holt sich nochmal. Oh, hat. Ist mit Mittelreifen rausgefahren. Auch eine neue Variante. Dass hier einer mal mit Rennmittel rausfährt. Der KC. Auch eine 44er in seiner ersten Runde. Und der Doli eine 45er. So, und der Mücke eine 50er bis jetzt, aber da ist noch was drin, war noch mal an der Box. Ebenso Skyliner im Porsche an der Box und geht wieder raus mit super weich, um hier noch mal auch eine schnelle Runde aufs Parkett zu legen.
12 Minuten haben wir noch in diesem Qualifying. Dann ist alles noch offen. Dr. Droste mittlerweile eine 0:43.902 Qualifying-Zeit gefahren. Quasi eine hohe 43er und hat somit die tiefe 44er geschlagen. Und wieder im ersten Sektor auf Pürbel, auf Bestzeit kurz. Mal sehen, ob er das bis zur Ziellinie durchziehen kann. Und da kommt er auf Start und Ziel, bisschen weit rausgekommen. Aber eine 44er auch. Hat leider nicht gereicht. Und El Rima auf 44.017 seine beste Runde. Und der Yannick seine beste. Und wo ist hier gelbe Flagge? Wer hat hier die gelbe Flagge verursacht? Nochmal schauen. Lennart steht in der Box. Kami Reinsieg. Kase. Rudi an der Box. Skyliner. Dann gehen wir nochmal kurz in das Menü, um zu gucken, wer jetzt hier alles beigetreten ist. Ich glaube, ein Fahrer fehlt noch, soweit ich das weiß oder sehen kann. Dann gehen wir wieder zurück. So. Immer noch die schnellste Runde. 0:43.902 von Dr. Droste gesetzt. Und EML Boletto, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen im Stream. Na, Yannick. Jetzt auch eine 43er. 0:43.958. Oh, fehlt nicht mehr viel zur Bestzeit. Also jetzt auch schon eine hohe 43er. Und Medaxa. Hallo, herzlich willkommen im Stream. Rima. Seine beste immer noch eine 0:44.017. Na, Michael. 0:44.041. Seine beste. Arena Racer 044342 seine schnellste Runde und der Virtual Racer seine schnellste ist eine 44551. Ah, Medaxa, Dr. Mo, du bist es, alles klar. Also dann, Dr. Mo, herzlich willkommen im Stream. Und dann Arturius, seine schnellste eine 44595. Und der Senna bleibt in der Box. Wartet wahrscheinlich noch ein bisschen, um hier nochmal eine Runde hinzulegen. Und hier schon wieder gelbe Flagge ausgelöst vom Virtual Driver. Ah, wo ist er denn? Da ist er. Virtual Driver. Legen wir das mal in der Wiederholung rein. Okay. Nee, funktioniert noch nicht. Erst im Rennen. Zeigt mal wieder die HLG-Jungs. Und so. Ja. Und da ist der Michael von der HLG. Seine beste Zeit eine 0:44.041. Und Shiba, herzlich willkommen im Stream. Ja, E-Senner bleibt in der Box. Alles klar. Danke für die Info. Hier reicht das. Und wo ist der zweite Kollege? Ist die Nummer 6. Ist eigentlich auch von HLG. Auf jeden Fall im gleichen Rennstall. Hier links, Dr. Droste, kannst du mir da was dazu sagen? Weil er stand namentlich nicht auf der Meldeliste. Der gute Virtual Rider. Dann gehen wir nochmal
4. Immer noch seine beste Zeit. 1:44.041 und somit momentan auf Platz 4 im Qualifying. Wir haben noch 6 Minuten und jetzt der Yannick 1:03.40.841 und hat somit die schnellste Runde gefahren und Dr. Droste auf den zweiten Platz verwiesen. Da muss der Dr. Droste nochmal ein bisschen Gas geben. Alles klar, Shiva, vielen Dank für die Info. Und R2 Orion, auch du herzlich willkommen im Stream. Und er feuert hier auch die ALG-Jungs an. Und was macht Dr. Droste? Kann er nochmal hier sich die Pole zurückerobern und nochmal eine schnelle Runde hinzaubern? Leicht im Drift um die Kurve. Und die gelbe Flagge wird schon wieder gesprengt. Ah, der Skyliner steht in der Boxenwand. Deswegen gelbe Flagge. So, jetzt sind wir gespannt. Kann Dr. Droste hier nochmal den Yannick von der Pole stoßen? Und Zack, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen im Stream. Ah, es ist zu viel Verkehr. Das reicht dem Dr. Droste wahrscheinlich nicht. Hier nochmal eine gute Zeit. Und Dr. Droste geht an die Box. Holt sich nochmal neue Reifen. Und Elrima momentan auf Platz 3. Der Michael von ALG hier momentan auf dem 4. Platz. Dann der Arena Racer von Godzilla Racing 2 hier auf Platz Nummer 5. Dann Virtual Rider für ALG. Und Dr. Droste, vielen Dank für dein Follow. Virtual Treiber hier fürs ALG-Team. Auf Platz 6 sich vorgefahren. Danach Oturius vom Kami Racing. Momentan auf den 7. Der Rheinsieg 86. Momentan auf der 8. Und FCK Jürgensen, danke für dein Follow. Und Rheinsieg hier mit einer sauberen Drifteinlage in der vorletzten Kurve vor Start und Ziel. Und geht natürlich nochmal an die Box. Senna bleibt in der Box, haben wir erfahren im Stream, im Chat. Und der Dolly von Godzilla Racing Team 1 momentan auf der 10. Mücke von HM Racing Team momentan auf Platz 11. Und der KC von Godzilla Racing Team 2 momentan auf den 12. Platz. Und Skyliner steht hier vor der Start- und Zielkurve momentan auf Platz 13 gewertet. Dolly jetzt nochmal an der Box. Yannick hält immer noch die schnellste Runde. Und was macht Dr. Droste? Kann ich ja hier nochmal eins raushauen und den Yannick von der Pole stoßen oder nicht? Ah, reicht leider nicht ganz. Ah, fehlt minimal. Aber es glaube ich seine schnellste persönliche Runde. Und somit der Yannick immer noch auf Pole, gefolgt von Dr. Droste. Michael ist sich jetzt auch eine hohe 43er Zeit herausgefahren und somit auf Platz Nummer 3. Ilrima momentan auf dem 4. Platz. Ja, Notorious momentan auf der 5.
und der Arena Racer von Godzilla Racing 2 auf der 6. Kami Rensik. Momentan auf der 7. Haut hier vielleicht auch noch mal eine Zeit raus. Und KC bleibt in der Box, hat gesagt, ihm reicht das. Momentan auf 8. Virtuell Risa auf der 9. Momentan. Die Godzillas wollen sich aus dem Startgetümmel raushalten und dann lieber versuchen, die Leute über Strategie zu kriegen. Okay, alles klar. Kann man versuchen. Aber auf der Strecke, kurze Strecke, viele Runden, denke ich mal, wird schon schwierig werden. Aber mit früheren Boxerstops und Undercuts ist es vielleicht möglich, hier eine gute Position rauszufahren. HM-Mücke immer noch auf der 11, Skyliner auf der 13, auf der 12. Und der Dolly, ja, wie gesagt, bleibt noch in der Box. So, die 15 Minuten sind abgelaufen. Yannick, wie gesagt, hat die Pole auf der 1. Dr. Droste kann hier vielleicht nochmal einen raushauen. Aber bei dem Getümmel wahrscheinlich nicht möglich. Und hat leider nicht gereicht. Und somit Dr. Droste bleibt auf Startplatz Nummer 2. Herr Michael hat den dritten Platz. So, Arena Racer bleibt auf der 4. Rheinsieg. Da kann er was reißen. Oder bleibt er hier auf der 5? KC auf der 6, Virtual Racer von HEG auf der 7, The Senna auf der 8, Godzilla. Ah, Mücke jetzt von 11 auf 8 vorgefahren, hat hier nochmal Zeit gut machen können. Und jetzt warten wir im Sektor 2 auf den Rennstart. Und ich denke, Skyliner, die FA, war wohl ein bisschen spät. Wir sollten bis 1945 die FAs rausschicken. Kann jetzt aber leider nicht sagen, wann er die FA rausgeschickt hat, dein Kollege. Aber so steht es halt im Reglement. Und wenn sie erst nachher gekommen ist, dann weiß ich. Papa Joe, willkommen auch du im Stream. Und er feuert natürlich seine Jungs hier an. Die Jungs von Kami Racing, den Rheinsieg und den Notorious. So, warten gespannt auf den Start. Starten aufs Wind. Einen Schluck trinken. Man drückt auch nicht in die Box. Dr. Droste sagt, bitte neu reinkommen. Also Notorious nochmal kurz raus aus der Lobby und wieder reinsteigen, wo das Rennen startet. Dann dürfte das funktionieren. So, da sind wir wieder. Macht er, genau. Und die Fahrer warten alle schön auf den Start. Keiner geht hier irgendwelche Donuts, alle warten brav auf den Rennstart.
sieht schon nice aus, wie die ganzen Fahrzeuge hier im Sektor 2 aufgereiht sind. Hat was. Godzilla ist hier alle nebeneinander. Davor die Jungs von HG und Rheinsieg. Vielen Dank für deine Bits. Und Thor Odinson, hallo, herzlich willkommen im Stream. Und er feuert natürlich auch die ALG-Jungs an. So, Naturius. Keine Donuts. Okay, ja. Habe ich gesagt, die waren keine Donuts. Die warten alle schön brav hier auf den Start. Und Naturius ist beigetreten. Und somit, denke ich mal, kann das Rennen jeden Moment gestartet werden. Dann startet er jetzt als letzter. Okay. Michael vom HEG. Und Skyliner macht natürlich doch einen Donut. Und 68 Tanja. Hallo, herzlich willkommen. Und der René, auch du. Herzlich willkommen im Stream. Alle Spaß bremsen. Ja, aber hier sind ja Godzilla Racing Team. Alle vier Autos nebeneinander. Das nennt man Disziplin. Sehr schön. Da stehen sie. Godzilla Racing 1, die gelben Nissan, und Godzilla Racing 2, die blauen Nissan. So, und Dr. Drostel hat das Finale begonnen. Und dann sind wir gespannt auf das Rennen. Und das Finale wird gestartet. Finale startet jetzt. Auf der 1. Und da geht's los, der Start. Und Dr. Drostel geht am Yannick vorbei. Gehen wir nochmal raus und wieder rein, dass man die Kamera back hat. Eine Wiederholung. Und dann fangen wir den Start nochmal ein. So. Und da sehen wir, wie Dr. Drostel den besseren Start hat und sofort am Yannick vorbeiziehen kann. Und dann Yannick auf 2, Michael auf der 3, Arena Racer auf der 4 und wird schon von Kame Rheinsieg überholt. Müssen wir erstmal die Fahrer hier alle sortieren. Da wird es auch schon eng da hinten. Zwischen Naturius und Skyliner gab es wohl auch schon eine kleine Berührung. Das fangen wir vielleicht auch noch mal kurz ein. Da geht beide rum. Okay. Ja, Kame hat den Skyliner ein bisschen rüber gedrückt. So. Und dann gehen wir noch mal durch. Der Duli auf der 11. Der Rima auf der 12. Und virtuell auf 13 auf den letzten Platz zurückgefallen. Dann gehen wir nochmal vor ins erste Feld. Dr. Drostel hier, ja, 0,8 Sekunden Vorsprung und auch schon die schnellste Runde wieder im Pedo. Kein Problem, gern geschehen. Der Yannick auf der 2 und Dr. Drostel jetzt schon eine Sekunde Vorsprung. Michael schnuppert natürlich jetzt schon am Heck vom Yannick. Und der Rheinsieg auf Platz 4. DM Racer auf der 5. Dann schon nur eine Mücke. 3 Sekunden. Jetzt ein bisschen unter Druck. Vom KC.
Bleiben wir mal ganz kurz auf dem Duell. Aber das reicht noch nicht ganz. Oder kann er da rauskommen? Nein, er reicht nicht. Lässt wieder abhängen. Kami-Reinsieg an der Box. Da war wohl was. Vielleicht nochmal zurückholen. Gab es da eine Berührung, Schaden oder sonst was? Nee, er ist einfach in die Box gefahren. Okay. Dann gehen wir weiter. Uli gefolgt. Vom Notorious. Jetzt unter Druck von Kami Notorious. Und der wiederum hat den Virtual Rider im Genick sitzen. Wie an der Perlenkette alle hintereinander. Und Dr. Trost ist sich ja schon 1,3 Sekunden rausgefahren. In der vierten Runde. Gefolgt vom Yannick. Und der Michael immer noch in Reichweite an dem Yannick dran. Und weiter geht's. Die 4 schon 2 Sekunden zurück im Nissan auf den drittplatzierten Michael. Dann der Mücke sich auf die 5 vorgekämpft. Noch 3 Sekunden, hat aber noch den KC im Nacken hängen. Auch nochmal links. Und hinterm KC der Senna hat jetzt hier den El Rima im Nacken. Und El Rima, jetzt geht er vorbei am Senna. Aber Senna kontert noch mal. Heißes Duell zwischen den beiden, aber lassen sich beide Platz zum Atmen. Gehen hier Seite an Seite durch. Jetzt gab es eine kleine Berührung, aber immer noch beide nebeneinander. Heißes Duell zwischen den beiden hier. Und jetzt sind er natürlich sich seine Position verteidigt. Aber El Rima zuckt ja nochmal und greift erneut an. Wieder nebendran an den Senna. Und versucht hier vorbeizugehen. Und wieder beide nebeneinander. Und wenn sich zwei streiten, freut sich bekanntlich der Dritte. Somit kann Reinsieg hier natürlich auch aufschließen. Aber die beiden, die fighten hier echt wirklich. Deswegen bleiben wir hier mal kurz auf dem Duell. Sehr spannend. Jetzt Reinsieg natürlich, mischt jetzt auch noch mit und überholt beide. Reinsieg geht an beiden vorbei. Das müssen wir auch nochmal in der Wiederholung reinholen. Kami Reinsieg hier drückt sich an den beiden Kampffeen in der Innenspur. Bye bye. Was für ein Überholmanöver. Das wollen wir sehen. Weiter so. Herrlich. Das sah sehr gut aus, aber jetzt ist auch der Skyliner schon dran an den beiden. Und wir gehen da hinten durchs Feld und schauen zu. Jetzt momentan Notorious auf Sektorbestzeit. Oh, da gab's eine Berührung oder gab es keine Berührung zwischen beiden? Das müssen wir nochmal gucken. Gab es zwischen Skyliner und dem Notorious eine Berührung oder nicht? Nein, gab keine Berührung. Keine Berührung, alles gut. Also geht weiter, auch beide Fahrzeuge. Kein Schaden. Selbstverständlich. Hier durch der Notorious auf der 11. Und vom Doli und virtuell Rider immer nach auf der 13. Und dann gehen wir wieder auf den führenden Mann, Dr. Troste. Jetzt 2,2 Sekunden Vorsprung vor dem Yannick. Und der wiederum 1,2 Sekunden Vorsprung auf den Michael. Und der Arena Racer 3 Sekunden hinter Michael und der wiederum 5 Sekunden auf Mücke. Mücke hier momentan noch auf der 5, gefolgt vom KC, wo es noch nicht geschafft hat,
an Mücke hier vorbeizugehen. Und dann Rhein-Sieg ist jetzt den beiden ein bisschen davon gefahren, konnten sich ein bisschen absetzen, 2 Sekunden, wie wo er vorher im Doppelpack kassiert hat. Sauberes Überholmanöver vom Fahrer hier von Kami Racing. Und der Senna kämpft weiterhin mit Elrima um die Position. Seite an Seite gehen sie hier über Start und Ziel. Und Senna hält die Nase vorn. Und jetzt hat Rima gekontert und lässt den Senna stehen. Wir vielleicht auch nochmal in die Wiederholung einfangen. Hier sind sie beide nebeneinander. Und da geht er innen durch. Senna hat hier einen leichten Verbremser gehabt und das kann Elrima für sich ausnutzen. Hier ist auch dichtes Gedränge zwischen Skyline und Notorious, der jetzt im Skyliner buchstäblich im Getriebe hängt. Und jetzt aus dem Windschatten heraus sucht sich einen Weg an dem Porsche vom Skyliner vorbeizudrücken. Was auch nicht so einfach ist. Virtuell Driver in der Box. Und jetzt Notorious. Kommt er vorbei am Skyliner oder nicht? Kommt jetzt in Bedrängnis vom Doli. Gibt jetzt ein kleines Viererduell hier auf den Plätzen 10 bis 11. 10, 11 und 12 natürlich. Der Skyliner hier greift den Senna an und geht vorbei am Senna. Und Arturius hängt jetzt hinterm Senna und versucht natürlich da jetzt auch noch vorbeizugehen. Aber Senna kontert hier und will wieder am Skyliner vorbei. Das sieht gut aus, hat die Nase vorn und ist vorbei. Und auch der Notorious drückt sich hier am Skyliner vorbei. Und der Doli jetzt natürlich auch im Getriebe vom Skyliner sein Porsche und versucht hier natürlich auch noch an dem Porsche vorbeizugehen. Und dann gehen wir mal auf die 13. Der Virtual Rider Dr. Drossel nach wie vor auf der 1, der Yannick auf der 2, der Michael momentan auf Platz 3, Arena Resa auf der 4 und Godzilla Motor Racing Mücke nach wie vor auf der 5 und hat sich den Karre platt gemacht, aber zum Glück kurz vor der Bande. Dann gehen wir nochmal in die Wiederholung. Hier kommt Mücke, geht Start und Ziel und kracht hier vorne in die Bande und holt sich Motorschaden, aber zum Glück direkt in der Boxeneinfahrt und kann so sein Fahrzeug gleich wieder reparieren. Aber kostet natürlich jede Menge Zeit und Mücke fällt dadurch zurück auf Nummer 12. Schade. Wird der Dreifahrer auf der 13, Dr. Droste auf der 2. Und was ist mit Senna? Warum Senna? Was gab's da? Senna hinten. So, und jetzt nochmal das Führerteam hier. Die streiten hier um die Plätze. So. KW, Elrima, Senna und Notorious natürlich wieder in Angriffsposition und am Senna wieder vorbeizugehen. Quasi hier im Nissan Sandwich vom Godzilla Racing. Kommt leicht raus, jetzt beide Nissan vorne. Beide Nissan vorbeigegangen.
Dann gehen wir nochmal in die Wiederholung. Lass mal sehen. Oh, da fährt der Notorious dem Senna in die Seite. Aber die beiden Nissan können sich hier behaupten. Jetzt beide natürlich vorne und aber der Notorious schon wieder vorbei. Oh, das war aber auch ein bisschen hart zugerüppelt hier. Nochmal die Wiederholung. In die Kurve von Notorious. Und berührt hier den Senna wieder. Ah, da wird es bestimmt einige Meldungen geben an die Rennleitung. Jetzt haben sie den Notorious wieder an der Zange, die beiden Nissan. Ein spannendes Duell, aber so ein bisschen mit anlehnen, das ist nicht ganz fair. Ah, wirklich hier spannendes Vierer-Duell. Und der Rima geht jetzt hier am Rheinsieg vorbei auf Start und Ziel. Und haben sich auch leicht berührt. Nochmal eine Berührung am Radkasten. Und Rheinsieg kann sich hier behaupten. Oh, Rima. Damit zum Senna. Und der Porsche vom Skyliner jetzt im Nissan Sandwich. Und der Notorious auf der 4. Und durch diesen Vierkampf jetzt auch der Mücke rangekommen an das Viererteam. Und kann dann hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen mitmischen. Und hier wir mal wieder auf den führenden Dr. Droste. 3,2 Sekunden Vorsprung vor dem Yannick. Und der Michael weiterhin auf der Platz Nummer 3. Keine Veränderung auf den ersten drei Plätzen. Arena Resa auf der 4. El Rema auf der 5. Oh, geht raus. Verliert die Karre und somit kann Rheinsieg vorbeigehen und dreht sich nochmal. Ach, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich für El Rema. Wirft hier seine Karre weg, kommt auf den Körb, geht ins Gras, versucht wieder auf die Strecke zu kommen und verliert nochmal die Kontrolle über sein Fahrzeug und verliert damit natürlich einen wertvollen Platz an den Rheinsieg. Hat aber noch 3 Sekunden auf Senna. Und hier fahren sie immer noch. Der fehlt, der Porsche fehlt. Was ist da passiert? Dann gehen wir noch mal reingucken, ob wir da noch eine Wiederholung haben. Wo ist der Porsche? Porsche ist in die Box gegangen. Skyliner ist in die Box gegangen, hat sich mal zurückgezogen, hat einen Motorschaden kassiert. Okay. Das haben wir jetzt leider nicht auf dem Schirm gehabt. Dann gab es wohl eine Berührung im Vierkampf. Ja, da werden die Rennkommissare wieder viel zu tun haben morgen in der Auswertung. Skyliner durch seinen Motorschaden jetzt natürlich auf den 12. Platz zurückgefallen. Und der Duell Rider auf der 13. kämpft hier tapfer. So, hier haben wir Dr. Droste, den ersten führenden. Warum ist El Rima von der 13 gestartet? Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Eigentlich müsste Notorious von der 13 gestartet haben. Er hatte doch Position 3 in der Quali, ja. Kann ich dir leider nicht beantworten. Weil ein Fahrer musste noch mal neu beitreten. Vielleicht gab es dann wieder ein Positionsbug bei der Startaufstellung. Yannick auf der 2. Michael weiterhin auf der 4. Arena Resa 13 Sekunden.
dahinter. Dann der Rhein-Sieg. Elrima momentan auf Position 6. Die Reifen sind auch schon ziemlich abgefahren. Esena hier immer noch im Kampf mit Notorious, die beiden Nissan und Godzilla Racing im Kampf mit dem Aston Martin von Kami Notorious. Und erfolgt wieder ein Angriff. Der Vantage im Nissan Sandwich. Ja, Elrima fährt ein starkes Rennen, da gebe ich dir recht. Dann gehen wir mal. Und was macht der Mücke? Mücke auf der 11. Wird jetzt von seinem Teamkollegen überrundet, von Dr. Troste. Dann gehen wir mal auf die 1. Dr. Troste. 2,6 Runden. Und wird jetzt gleich seinen Teamkollegen, den Mücke, überrunden. Und Schubi sagt: Godzilla, los Jungs, ihr fahrt echt super. Werden hier angefeuert. Vom Stream, natürlich. Ah, Yannick. Auf die 2. Vom Michael. Die ersten 3 Positionen unverändert. Auch die Nummer 4 unverändert. Der Arena Racer von Godzilla Racing 2 hier auf dem 4. Der Kami Rhein-Sieg auf der 5. 6 Sekunden nach vorne, 6 Sekunden nach hinten Luft. Beiden Elrima. 6 Sekunden Luft auf Platz 5. Und 11 Sekunden nach hinten auf den 2. Godzilla 2 Nissan von KC. Danach der Doli von Godzilla Racing 1 im gelben. Oh, und da gibt es jetzt hier ein bisschen blaue Flagge zwischendrin durch Dr. Troste, wo er jetzt hier auf das Feld aufschließt. Dann gehen wir mal auf die 1. Kleine Wiederholung rein. Gucken wir mal, ob der Dr. Droste sich hier durchkämpfen kann. Durch die blauen Flagge. Natürlich sind die anderen Fahrer im Zweikampf. Dann kommt eine Überrundung dazu. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Auch für die anderen Fahrer, da sie ja auch ihr Rennen fahren. Aber uns hat hier fair Platz gemacht. Und so mit Dr. Droste jetzt an allen vorbei. Er hat noch 2 vor sich. Der Yannick ist ja auch in dem Getümmel jetzt mit drin. Und Michael demzufolge auch. So. Am ersten Nissan vorbei. Blaue Flaggen werden immer noch geschwenkt. Michael. Arena Racer. Kami. Jetzt hier am Teamkollegen vorbei. Hat seinen Teamkollegen jetzt auch überrundet. Elrima auf der 6. Der KC auf der 7. Doli auf der 8, Mücke mittlerweile auf die 9 vorgefahren. Senna eher im Zweikampf nochmal. Mit dem Yannick. Yannick, also Senna muss den Yannick vorbeilassen. Fährt hier aber Kampflinie. Die blaue Flagge macht jetzt aber Platz und somit kann Yannick außen vorbeigehen. Und als nächster steht der Michael hinter dem Senna
Und genau, Senna geht rüber und lässt den Michael auch dienen. Er hat Platz gemacht, das wollen wir sehen. Aber nicht zu bedenken. Nicht zu bedenken. Die fahren ja auch ihr Rennen und es ist halt auf so einem kurzen Kurs nicht ganz so einfach mit der blauen Flaggenregel. Natürlich sollte er so schnell wie möglich Platz machen und den schnelleren vorbeilassen. Aber nicht ganz so einfach. Der Skyliner jetzt hier auf Platz 12 nach Motorschaden. Und gibt hier, glaube ich, auch die blaue Flagge gewinnt. Von Rhein-Sieg. Jawohl. Notorious auf die 13 zurückgefallen. Und war in der Box. Virtuell Driver auf die 11 vorgefahren. Von 13 auch stark bis jetzt. Das Senna 14 Sekunden auf dem Virtuell Driver. Und 4 Sekunden. Zu Mücke. Mücke mittlerweile auf Platz Nummer 9. Gibt jetzt auch wieder die blaue Flagge gezeigt. Mein Teamkollege Dr. Droste. Abstand 1 zu 2 bitte. Jawohl, machen wir. Dr. Droste 0,7 Sekunden vor dem Yannick. Natürlich. Er hat jetzt aufgehalten, die drei durch die Überrundung von den Fahrzeugen. Nummer 3 auch 0,6 Sekunden hinter dem Yannick. Also die ersten drei jetzt innerhalb von einer Sekunde im Abstand. Natürlich. Aber wie gesagt, die anderen fahren natürlich auch ihr Rennen. Der Yannick momentan immer noch mit der schnellsten Runde auf Bestzeitkurs. Momentan schnellste Runde geführt vom Yannick. Jetzt Dr. Droste und jetzt an seinen Teamkollegen. Die Mücke. Blaue Flecken werden wie wild geschwenkt. Und der Yannick jetzt natürlich direkt im Getriebe von Dr. Droste. Aber jetzt Mücke lässt den ersten vorbei. Lässt auch den zweiten vorbei. Den Yannick. Blaue Flagge natürlich. Yannick geht vorbei. Und der Michael auf der 3 geht auch an Mücke vorbei. Mücke macht hier ordentlich Platz. Ah, leichte Berührung am Rad. Der Michael kommt noch nicht so ganz vorbei. Speed-Überschuss von Mücke da, aber jetzt hat er den Michael vorbeigelassen. Und Tor Odison feuert natürlich hier den Micha an. Go Micha, gib alles. Dann gehen wir wieder bei Yannick 0,3 Sekunden hinter dem Dr. Droste. Jetzt schauen wir mal, ob er sich hier ransaugen kann. Windschatten. Und kann er sich vorbei oder nicht überholen, ist ja auch sehr schwierig auf diesem. So, gleich haben wir Halbzeit. Wieder ein bisschen abhängen lassen, der Yannick, aber bleibt trotzdem eisern dran, versucht hier irgendwie einen Weg am Dr. Droste vorbeizufinden. Blaue Flaggen werden natürlich für die vorderen zwei Nissan geschwenkt. Und Positionswechsel und der Yannick natürlich im Windschatten hinter dem Dr. Droste. Es geht ja. Der Außenwindschatten raus. Reicht aber nicht. Dr. Droste hält die Nase vorne. So, gehen wir mal auf die Verfolgerkamera. Das sieht so aus. Versucht hier natürlich den Weg
zu finden am Dr. Droste vorbei. Ein Schwing nach hinten, Michael natürlich auch hinten dran am Yannick und zurück auf die Hauptkamera. Da hat sich jetzt natürlich durch die Überrundung ein Dreikampf entwickelt auf Position 1 bis 3. Momentan keine Änderung. Yannick 2, Michael 3. Und die blauen Flaggen gelten immer noch für die Nissan-Fraktion. Ja, 13 Sekunden Rückstand auf Platz Nummer 3. 10 Sekunden auf den 5. An Elbima 14 Sekunden Rückstand auf Platz 5. Dann 3 Sekunden auf den 6. Platz. An der Duli 1 Sekunde hinter Platz 7. Mücke auf Platz 9, 5 Sekunden und hat 2,5 Sekunden auf Senna. Und Senna hier 10 Sekunden auf den Virtual Reader. Und der Kami Notorious hier auf 12 und der Skyliner auf 13. Und dann gehen wir wieder vor zum Dreikampf: Dr. Droste, Yannick und Michael. Schauen wir mal, ob der Yannick hier am Dr. Droste vorbeikommt. Und jetzt schließen sie natürlich auf die beiden Nissan auf, die die blauen Flaggen geschwenkt kriegen. Das ist ein Senna und KC sein. Also Dr. Droste am ersten Nissan dran und Yannick. Yannick natürlich versucht hier bei der Überrundung zu profitieren davon und den Dr. Droste hier aufzuschnupfen. Ist wieder im Windschatten, hängt dem BMW im Getriebe, reicht doch nicht ganz. Droste kann hier seine Position verteidigen. Und Dr. Droste geht an die Box, lässt den Yannick ziehen. Ja, die Reifen sind weg, muss neue Reifen holen. Und somit hat sich Yannick erstmal den ersten Platz für sich geholt. Arena Racer. Jetzt natürlich auch vorbei. Und da kommt Dr. Droste aus der Box. Arena Racer geht noch vorbei. Dr. Droste und der Michael. Kann der Michael auch noch vorbeiziehen? Hat leider noch nicht gereicht, aber war wohl auch in der Box. Ja, Michael war auch in der Box. Und somit wieder hinter dem Dr. Droste. Prima auf der 5. Reinsieg an der Box gewesen. Reiht sich hier auf Platz 6 wieder ein ins Renngeschehen. Der Mücke auf der 7. Ja. HC immer noch auf der 8, gefolgt vom Senna auf der 9, an der 2. Nissan von Godzilla Racing 1 auf der 10 und Virtual Driver Rider auf der 11 von HGL Notorious auf der 12 und Skyline auf der 12 mit seinem Porsche. Und dann gehen wir wieder. Yannick jetzt 15 Sekunden Vorsprung. Was ist hier? Dr. Droste und X gibt ein Überholmanöver. Und Dr. Droste vorbei. Am Arena Racer. Und er kontert natürlich nochmal. Ja, ja, in die Wiederholung. Und dann geht er übers Grün innen vorbei. Und das ist noch nicht gegessen hier zwischen den beiden. Die kämpfen immer noch um die Position. So, Arena Racer. Im Infight mit Dr. Droste. Und der Michael natürlich jetzt auch ran an die beiden. Kann davon profitieren, dass sich die beiden hier behaken.
Und vielleicht kann der Micha sich hier einen Vorteil herausschlagen. Weil wenn zwei sich streiten, freut sich bekanntlich der Dritte. Und dann schauen wir mal. 0,18er Dr. Droste. Dr. Droste hängt immer noch im Getriebe vom Arena Racer. Jetzt erneuter Angriff auf den Nissan von Godzilla Racing 2. Und jetzt direkt im Getriebe des Nissan. Jetzt nebendran, Seite an Seite, über Startziel. Und Dr. Droste hat momentan die Nase vorn. Kann den Vorsprung halten, ist jetzt auf der besseren Bahn, auf der Innenbahn und kann den ersten Platz bzw. den Überholvorgang abschließen und ist auf den ersten Platz wieder vorgefahren. So, Michael auf der 3, Arena Racer auf der 2. Nehmen wir nochmal eine Wiederholung, gucken uns das Überholmanöver nochmal an. Da war er vorbei. Allerdings und Arena Racer leicht an der Wand hängen geblieben. So, Arena Racer, Michael jetzt im Getriebe vom Arena Racer. Kann er auch den Arena Racer so überholen. Ist jetzt auch ziemlich dicht dran am Getriebe des Nissans. Mit El Rima, was ist mit El Rima passiert? El Rima war in der Box. So nochmal. Ah, El Rima hat einen Motorschaden, haben wir leider nicht eingefangen. Tut mir leid. Hat irgendwo einen Motorschaden gegeben, muss das Fahrzeug reparieren und somit auf den 13. Platz zurückgefahren. Das kann ich dir leider nicht sagen, habe es leider nicht gesehen, da ich auf dem Dreikampf auf den ersten drei Plätzen war. Von Curry Gaming. Lass mal Yannick auf den Sprit gucken. Gucken wir mal dem Yannick auf den Sprit. Der Yannick, sein Sprit ist voll, der war in der Box. Yannick war in der Box, hat einen vollen Tank und ist somit jetzt momentan auf Platz 3 hinter dem Michael. Ja, jetzt 1,8 Sekunden hinter Dr. Droste fährt. Im Yannick. Kann man machen. Gerne. 3. Hallo. Safari, Prata. Und Godcat, danke für dein Follow. Da habt ihr den Yannick im Bild. Momentan auf Platz Nummer 3. 48 Runden sind gefahren von 80, noch 32 Runden. Gehen wir weiter, Arena Racer auf der 4, 7,7 Sekunden hinter dem Yannick. Dann Rheinsieg 21 Sekunden dahinter der KC auf Position 6. Danach der Visual Rider auf die 7 vorgefahren. Doli auf der 8. Senna in der Box. Oh, der Sprit. Ah, okay. Hat geklappt. Tank ist voll. Dachte schon, gab hier einen Spritbug. Aber hat funktioniert. Mücke auf der 10. Greilein auf die 11. Durch den Motorschaden von El Rima. Natürlich als auf die 11 vorgefahren. Aber El Rima schon wieder am Notorious vorbeigegangen. Und sie schon wieder einen Platz zurückerobert nach seinem Motorschaden. Und dann gehen wir wieder auf die Nummer 1. 2,6 Sekunden vor dem Michael. Und da haben wir den Michael im Bild. Der jetzt tapfer auf der 2 sich vorgekämpft hat. Und er wiederum 5,5 Sekunden auf Yannick Vorsprung hat. Und Yannick 7,7 Sekunden Vorsprung auf Arena Racer. Kommt jetzt hier auf ein
zu überrundendes Fahrzeug. Das wohl jetzt die blaue Flagge geschwenkt kriegt. Jawohl, der Nissan bekommt die blaue Flagge geschwenkt. Und ich denke, er lässt den Yannick dann ziehen. Er hat natürlich auch hier sein Rennen. Aber irgendwo wird schon genug hergeben, wo Yannick dann überrunden kann. Meistens auf Start und Ziel ist das kein Problem, da dem Fahrer Platz zu machen. Wo überrunden? Das leidige Thema im blauen Flaggen. Aber auf so kurzen Strecken ist das alles nicht so einfach. Und jetzt macht der Nissan da Platz. Yannick holt sich nochmal Windschatten und geht am Nissan vorbei. Welcher die blaue Flagge hier geschenkt kriegt. Und der Nissan macht gut Platz. Arena Racer 8 Sekunden hinter dem Yannick. Dann 22 Sekunden der Kami Rhein-Sieg. KCO, da gibt es noch eine kleine Bewegung hier zwischen KC und dem Porsche. Und da gab es in die Box rein. Was war das? Wurde er in die Box reingeschoben oder wollte er in die Box rein? Das sah auch sehr merkwürdig aus. Berühren sich beide. Geht jetzt an Start und Ziel. Kommt so weit raus, aber will in die Box und bleibt am Porsche hängen. Ja, das sah ein bisschen merkwürdig aus. Jungs, mache keinen Blödsinn hier. Das sieht die Rennleitung nicht so gerne. Da gibt es wahrscheinlich wieder böse E-Mails und Punkte. So, ja, NE7, Soli, Purple. Zeit. Schnellste Runde immer noch geführt der Yannick mit 043889. Ja, weiter, der Mücke. Jetzt im Bedrängnis vom Senna. Nummer 9. Jetzt hier am Mücke vorbeigehen. Aber Mücke kann sich hier seine Position behaupten und bleibt natürlich vorn dabei. Senna versucht es nochmal. Angriff auf Mücke. Windschatten. Und versucht hier natürlich jetzt mit dem Windschatten am Mücke vorbeizugehen. Jetzt direkt dahinter. Geht rechts und geht vorbei. Am Mücke auf der inneren Bahn hat er hier den Vorteil. Und kann den Mücke hier überholen mit seinem Nissan. Aber Mücke jetzt natürlich auch im Windschatten und will sich seine Position natürlich zurückerobern. Geht jetzt hier. Ah, reicht nicht, lässt hier abreißen. Reicht ihm leider nicht ganz. Ja, weiter. Der Virtual Rider auf der 10. El Rima hat sich mittlerweile auf den 11. Platz wieder vorgekämpft nach seinem Motorschaden. Ich denke mal, ist auch ein schneller Fahrer. Haben noch 26 Runden. Ich denke, da kann Rima vielleicht noch ein bisschen was reißen und sich hier noch ein bisschen nach vorne arbeiten. Kami Naturius auf der 12 und der Skyliner auf der 13. In seinem Porsche. Dr. Droste hier auf der 1, 5,6 Sekunden Vorsprung auf dem Michael, welcher auch 5 Sekunden Vorsprung hat auf den Yannick. Hier haben wir den Yannick im Bild, 5 Sekunden wie gesagt hinter dem Michael. Und danach der Arena Racer von Godzilla Racing 2 hier auf der 4, gefolgt vom Kami Rhein-Sieg auf der 5, 22 Sekunden dahinter und 8 Sekunden
vor dem zweiten Nissan, welcher auf Position 6 fährt. Dann der erste Nissan von Goodzilla Racing 1 auf der 7 mit Dooley an Bord. Und 5 Sekunden da dahinter der Mücke. Und Skyliner macht hier einen Quersteher. Den können wir nochmal einfangen. Der Drift vom Skyliner. Skyliner hier auf den Korb. Ebenfalls, dann verliert das Auto und geht natürlich in den Drift und beschädigt sich das Auto und hat da noch den BMW von Mücke berührt. Gehen wir mal auf den BMW von Mücke. Mücke hat einen Schaden natürlich erlitten, vorne rechts natürlich, durch den Quersteher. Viel Pech für Rima, falsche Startposition, abgedrängt und Motorschaden. Ich glaube, der fährt das erste Mal Liga. Nicht schlecht seine Leistung. Ja, die Leistung ist auf jeden Fall hervorragend von Rima. Natürlich ist er Pech dabei mit Motorschaden und Beschädigung. Das ist natürlich ärgerlich, aber er fährt hier wirklich ein tolles Rennen. Aber es wird auch viel Klärungsbedarf geben für die Rennkommissare in diesem Rennen, wenn Vorfälle gemeldet werden. Oh, wieder Treiber auf der 10, gut zurückgekommen. Jawohl. Nehme ich auch recht. Und hier haben wir den Ilrima im Bild. Ich hätte schon 7 Sekunden abgesetzt von dem Notorious. Und noch 5 Sekunden hinter Virtuell Rider. Notorious weiterhin auf der 12 und der Skyliner mit seinem Heckschaden hier auf 13. Dr. Troste auf der 1 nach wie vor mit 6 Sekunden Vorsprung vor dem Michael. Michael hier auch souverän zweiten Platz vor dem Yannick. Yannick hier 13 Sekunden dann Vorsprung auf den Nissan von Goodzilla Racing. Kami auf der 5. Der zweite Nissan von Goodzilla Racing 1. Und Mücke geht an die Box. Mücke geht an die Box und somit beide Nissan jetzt hintereinander. Nur noch Rheinsieg ist auch in die Box gegangen. Nein, der ist hier. Was war da? Die P-Rese. Einzig dahinter. Ah, das sind 20 Sekunden zwischen beiden. Platz. Senna wird jetzt natürlich angegriffen vom Virtuell Rider. Womit soll dann auf der 8 fährt und kann Virtuell Rider jetzt hier am Nissan vom Senna vorbeigehen. Das ist hier die Frage. Natürlich auch direkt im Windschatten. Ja. Vom Senna. Der reicht noch nicht ganz. Erneut einen Windschatten suchen. Position abwarten und die Gelegenheit nutzen, um an dem Nissan vorbeizuschlupfen vom Senna. Oh, leichte Berührung, Quersteher und gleich mal wieder eine Sekunde Abriss auf den Senna. Und da ist Mücke natürlich auch mit dran wieder an dem Virtuell Rider von HLG. Gelbe Flagge. Wo gab es die gelbe Flagge hier? Nochmal durchs Feld durch. Michael, Yannick. 15 Sekunden. Kann man hier lesen. Keine gelbe Flagge. Und hier der KC auf Position 6.
Und da der Senna der Zweikampf wieder mit Virtual Rider. Und jetzt nochmal Windschatten ransaugen und vorbei am Nissan. Aber Mücke hängt jetzt natürlich auch den Virtual Driver hinten dran. Hoffen wir mal, dass das hat jetzt wieder ein bisschen abreißen lassen. Das macht auf der Strecke gleich mal eine Sekunde, wenn man hier ein bisschen abreißen lässt. 63 Runden sind gefahren. 17 Runden haben wir noch. Und jetzt erneut. Und Senna gibt hier Lichthupe. Virtual Driver. Oh, wow, 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 wow. Da gab es eine Berührung zwischen beiden. Schieben sich ein bisschen Seite an Seite durch die Kurve auf Start und Ziel, aber beide Fahrzeuge kein Schaden genommen. Vielleicht können wir das nochmal einfangen hier. Und da geht's in die Kurve. Ja, innen haben sich ein bisschen berührt. Seite an Seite durch die letzte Kurve vor Start und Ziel. Ja. Ereignisreiches Rennen, spannende Duelle, einige Schäden. Und der Mücke jetzt natürlich auch dran an dem Duell von den beiden. Und was kann der Mücke machen? Natürlich der Schweizer jetzt wieder hier. Und Mücke jetzt auf dem Trio. Aus dem Duo ein Trio geworden. Mücke greift jetzt Virtual Rider an. Ah, vielleicht sind sich da noch nicht ganz einig. Und Rima ist jetzt natürlich auch noch mit dazugekommen. Dann bleiben wir doch mal auf dem Führerduell. Ja, Rima hat sich jetzt auch auf die 10 schon vorgekämpft. Geht jetzt am Mücke vorbei. Ah, Rima fährt hier wirklich ein bockstarkes Rennen. Und da fliegt der Virtual Reifer ab. Was ist da passiert? Da muss man nochmal in die Wiederholung reingehen. Und wo haben wir den Virtual Driver? Da. El Rima vorbei am Mücke und da dreht er sich weg und schlägt in der Bande ein. Ah, schade. Und muss sich da geschlagen geben und fällt auf den 11. Platz zurück. Das war sehr schade. Aber El Rima dadurch jetzt sich schon auf den 8. Platz vorgekämpft. Hat den Mücke passiert. Und schnuppert jetzt am Platz 7 vom Senna. Also El Rima fährt hier wirklich ein bockstarkes Rennen. Trotz Motorschaden und falsche Startaufstellung. Der fährt hier wirklich ein starkes Rennen. Senna natürlich hier auf der 7, gefolgt von El Rima. Und dann gehen wir hier nochmal 5 Sekunden, dann Rheinsieg nach vorne, 13 Sekunden auf der Arena Racer, 26 Sekunden auf den Michael von Yannick, 5 Sekunden und Dr. Droste fast 10 Sekunden Vorsprung und wir gehen auf das Duell mit El Rima. Und jetzt natürlich der Senna in die Box und somit El Rima auf den 7. Platz vorgefahren. So, ist jetzt 6 Sekunden hinter dem Nissan von KC. Ein bisschen Abstand. Der wiederum 17 Sekunden auf Rheinsieg. Und ja, 13 Sekunden auf Arena Racer. Arena Racer 26 Sekunden hinter dem Michael. Und 4,7 Sekunden. Yannick ist vorbei. Michael, da gab es wohl auch was. Das haben wir wohl auch verpasst. Den Wechsel zwischen Yannick und Michael, ja, haben wir leider verpasst. Durch das spannende Duell hinten. Ja, tut mir leid, wir können leider nicht immer alles so perfekt
einfangen, wie es gern gewünscht wird. Aber wir geben natürlich unser Bestes, dass er hier so wenig wie möglich verpasst in dem Rennen. So, Dr. Dross jetzt 8,7 Sekunden vor Yannick und der Michael. Da dahinter, aber ich denke, Michael war an der Box. Deswegen Positionswechsel. Arena Resa 27 Sekunden dahinter. Kami Rhein-Sieg auf der 5, gefolgt vom KC. Doli bei der Rima auf die 8 zurückgefallen. War da hier nochmal an der Box. 10 Runden noch. Noch 10 Runden zu fahren. Senna hier auf der 9. Der Mücke auf der 10. Kriegt jetzt hier die blaue Flagge geschwenkt. Und der Yannick geht natürlich vorbei am Mücke. Überrundet den Teamkollege von Dr. Koste. Und auch der Michael. Ja, auf Startziel. Und hier der Rhein-Sieg. Wow. Der Michael. Rhein-Sieg. AC, der Doli auf der 7. Rima auf der 8. Senna auf der 9. Mücke auf der 10. Virtuell. Ryder auf 11. Und hier Kai Notorious mit dem obligatorischen Scheibenwischer an auf Platz Nummer 12 und Skyliner bleibt wohl in der Box, fährt wohl nicht mehr raus, hat hier wohl wieder aufgegeben. Ich glaube, beim letzten Mal hat er auch schon das Rennen aufgegeben in der Box. Okay, somit der Skyliner bleibt in der Box und wir gehen wieder auf den Erstplatzierten, den Dr. Droste. 3 Sekunden vor dem Yannick und da dahinter kommt schon der Michael. Das heißt, die 3 Erstplatzierten rutschen langsam wieder nicht zusammen. Rhein-Sieg geht an die Box. Musste noch mal ein bisschen nachtanken für die letzten 5 Runden. Also wäre gespannt. Genau geht der Arena Resa 30 Sekunden hinter dem Michael und 24 Sekunden vor Rhein-Sieg. Und dann kommt KC auf der 6, Doli auf der 7 und El Rima wieder bis Position 80 vorgekämpft. Der Senna auf der 9, Mücke auf der 10 und dann kommt Virtual Rider vom HGL ALG Team auf Platz Nummer 11 für seinen ersten Einsatz. Auch respektable Leistung. Kame Notorious auf der 12 und Skyliner ist doch wieder rausgefahren. Box und hat hier wieder einen Dreher fabriziert. Das müssen wir nochmal einfangen, was da mit dem Kollegen war. Hat hier ernste Probleme mit seinem Porsche und dreht sich wieder weg. Ist also doch nochmal rausgefahren aus der Box. Und wieder zurück. Und da dreht er sich schon wieder. Also Skyliner hat hier entweder Probleme mit seinem Lenkrad, vermute ich jetzt mal ganz stark, oder mit dem Controller, ich weiß nicht was er fährt. Und da driftet er schon wieder und geht wieder an die Box.
Und wieder zurück zum Renngeschehen. Und Dr. Droste muss hier wohl auch noch mal an die Box fahren. Drei Runden noch. Aber der Sprit. Der Sprit sieht nicht gut aus. So. Ja, ich muss noch mal einen Schluck trinken. Ach, ist das spannend. Rennen heute. Da kommt ihr richtig in Schwitzen bei euch. Und somit bin ich hier wieder zurück und natürlich wieder auf dem Renngeschehen. Und was macht der Dr. Droste? Geht Dr. Droste nochmal in die Box? Oder versucht er die zwei Runden durchzufahren? Hat bloß 2,5 Sekunden Vorsprung vor dem Yannick. Dr. Droste hängt noch eine Runde dran. Hat einen Schaden vorne links. Wo hat er sich denn den eingefangen? Das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr einfangen. Doch, da haben wir. Da sehen wir, wo er sich den Schaden eingefahren hat. Ah, kommt zu weit raus, schlägt an der Bande an und holt sich den Schaden vorne rechts. Aber immer noch 1 Sekunde Vorsprung vor dem Yannick. Ah, mit Schaden. Das Fahrzeug natürlich langsamer. Und der Yannick jetzt natürlich die Chance, in der letzten Runde vielleicht hier sich doch noch den zweiten Platz zu holen. Abstände von 7 bis 8. Moment, können wir auch noch schön reinholen. 7. 3,8 Sekunden auf den 8. auf Rima. Und 6 Sekunden auf 9. Und ich gehe zurück auf die führende letzte Runde. Weil es gibt einen spannenden Zieleinlauf. Jetzt ist der Yannick knapp dahinter. Aber Dr. Droste, denk mal, kann das Ding hier nach Hause fahren? Da sind wir gespannt. Wie Flitzebogen hier. Oh, der Abstand wird immer geringer. Der Yannick kommt und auf einmal hier. Letzte Runde hier. Letzte Runde. Letzte Kurve. Dr. Droste geht hier rein. Kommt der Yannick noch vorbei? Nein, Dr. Droste erster. Yannick zweiter. Und der Michael. Michael wird hier Dritter. Und da kommt der DB Arena Racer. Als Vierter. Und Kami Reinsieg wird als Fünfter abgewunken hier. Bei dem Rennen. Auch ein Stückchen vor. Und jetzt letzte Kurve. Und KC als Sechster abgewunken. Und hier. Arena gibt hier Lichthupe, jawohl, vierter Platz, auch gefahren, Doli auf 7, El Rima auf 8 und der Senna hier auf der 9, Mücke auf 10, Wirtel auf 11, Notorious auf der 12 und der Skyline auf der 13. Ach, herrlich, das war wieder ein spannendes Rennen, viele Geschehnisse. Bockstark hier auch von Prima, wo sich durch seinen Motorschaden trotzdem noch auf den 8. Platz zurückgefahren hat. Und hier nochmal das Ergebnis für euch zum Angucken. Dr. Droste im BMW auf der 1, der Yannick ganz knapp dahinter auf der 2, Michael auf der 4, dann der Arena Racer auf der 3, Arena Racer auf der 4. Und dann eine Runde zurück, der Rheinsieg auf 5. Dann der KC auf der 6, auch eine Runde zurück. Doli eine Runde zurück auf der 7. Rima durch seinen Motorschaden natürlich auch eine Runde zurück. Aber sich noch den 8. Platz geholt. Senna hier auf die 9 gefahren. Mücke 2 Runden zurück auf die 10. Virtual Rider hier auf die 11 gefahren mit 2 Runden Rückstand. Kame Notorious auf die 12 und Skyliner hier 16 Runden zurück, weil er längere Zeit in der Box stand, auf Platz Nummer 13. Ach, herrlich. Also nochmal Glückwunsch natürlich ans Podium und ich denke, die Rennkommissare haben hier ein bisschen was zu tun, wenn die eine oder andere Situation gemeldet wird. So, das war's für die Gruppe 3. Nächste Woche Gruppe 4, Willow Spring,
von Sofa Racer hier am Start. Natürlich alle Ligen, Liga A bis D, Gruppe 4 am nächsten Sonntag und Gruppe 3 sehen wir in 14 Tagen wieder. So, und sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann schicke ich euch mal rüber hier zu der SLR und Don Camillo. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in 14 Tagen wieder beim nächsten Rennen, beim dritten Rennen. Ich greife nächste Woche in Gruppe 4 ins Lenkrad. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, vielen Dank für die Follows, vielen Dank für die Bits und einen schönen Abend. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.